You'll bleed to death. Please. Don't say I didn't warn you. You want to tell me what the hell just happened? Long story. Yeah, maybe it's your blood they should be testing for vaccines. They already did. More than I could stand. What are you doing? The data's gone. What data? Your data. Your blood analysis, your genome, everything that we need to make a vaccine. No, I mean everything I need to get my 50 million. No? Come on, Supergirl. Let's get looking. Had all your intel saved on a handful of data chips. We've got to find them. In the middle of a snowstorm? You really want me to work for that money, don't you? Und damit herzlich willkommen zurück zu Part 33 Resident Evil 6 mit mir, dem Langster, und meiner Wenigkeit, der Verity. Der Verity. Ja, wir sind tief gefallen, sehr, sehr tief gefallen und stehen jetzt wieder und laufen ganz normal weiter, ne? Ja, aber aus irgendeinem Grund ist irgendwas mit Cherry los, ey. Warum und so? Heilung und so, voll schnell und so? Das ist irgendwie, hoffentlich wird das noch aufgeklärt, ey. Ganz schön seltsam, ey. Was ist denn mit der passiert, ey? Wahrscheinlich bist du auch resistent oder so, ne? Gegen einen von diesen Virusarten. Ja, aber hallo, ich habe eben mal kurz hier eine 15, 20 cm lange Wunde in 5 Sekunden geheilt, ja. In 2 oder so. Das hat nichts mehr mit Virusresistenz zu tun. Naja, ich denke schon, dass das an einem Virus liegt, ne? Dass du infiziert bist, aber er bricht halt irgendwie nicht aus. Aber woher habe ich den? Nur diese Heilfähigkeiten davon hast, das ist schon nice. Aber warum sterbe ich dann? Also das, irgendwas haut doch da nicht hin. Warum muss ich denn dann Heilpastillen fressen? Ja. Ja, ne? Gut, dass wir das geklärt haben. Sag ich ja. Okay, first we find the data. Then we'll take shelter there. Warum sind denn jetzt die Daten verschwunden? Wo sind die denn hingefallen? It's about me, isn't it? There are 3 data chips. I lost them in the crash. Ja. The locator will pinpoint each one's position. Alles klar. Okay, we find your gear, and then I brew us up a nice hot pot of coffee. Hm. So ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Das ist ein grünes Kraut. Was sagst du jetzt nur so? Stand nur so blöd davor, ja. Kannst du nicht nehmen, ich bin voll. Lol, was mach ich denn jetzt, ey? Ich schmeiß einfach eine von den 11 Blendgranaten weg, was hältst du denn davon? 11 hast du, dann kannst du doch 2 Slots leer machen. Das sind doch immer nur 5er Stacks, oder? Ja, mehr wie 5 würde ich da ähnlich mitnehmen. Ich hab sogar meine einzigsten Haftminen weggeschmissen, damit ich da dran komme. Na guck mal hier, wir haben die neuen Fässer. Endlich mal Resident Evil Fässer. Resident Evil 4 Fässer. Habe ich nicht gesehen. Normale Weinfässer oder was? Ja, so ovale halt, ne? Oh, ist aber neblig hier, ne? Ist aber ganz schön neblig hier. Kennst du das, okay. Was ist denn hier los? Verkühlen wir uns oder was? Ich sehe gar nichts mehr.
Hallo. Du musst ihn bestimmt hochhalten. Warum stehen so Viecher? Ja, ja. Du auch. Was ist denn das da für ein Licht auf der Karte? Was check ich denn hier gerade nicht? Licht auf der Karte? Da so einen roten Punkt in die Blickrichtung. Ach so, oder? Da ist der Schlüssel, mein Freund. Da kommt auch ein Gegner. Das sieht nur bei dir so aus. Ach du Scheiße, guck mal, was hier los ist, ey. Apropos, was ist denn los? They're Juavo, and they're encased in a cocoon. Ja, die habe ich doch gerade angesprochen. Oh, nicht wieder diese Flieger. Ne? Ich sehe gar nichts, Mann. Lol, voll unfair. Alter, 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 aua, aua. Kann nichts machen. Ah, Nummer 1 ist down, Motherfucker. Ah, noch nicht ganz, oder? Doch. Alter, der hat mir jetzt hier 3 Balken abgezogen, dadurch, dass er mich gecrapped hat, ne? Also, wenn du mit 3 stirbst, okay, du definitiv. Ist auch down. Wenn du 3 haben solltest und der crappt dich. Wir müssen auf jeden Fall hier rechts abbiegen, weil da ist der erste Schlüssel. Beziehungsweise, wir kommen hier gar nicht zurück, wenn wir hier runterspringen. Weiß ich gar nicht, ob das noch so eine gute Idee ist. Ging es doch irgendwo anders weiter oder war das hier das einzige? Ich glaube nicht. Mir ist jetzt nichts aufgefallen. Na gut. Guck mal hier. Nee. Voll Open World hier gerade. Ja. Nennen wir es Open World. Was hältst du denn davon? Da oben, da hinten, das ist eine schlauchförmige Open World, haben wir aber gesagt, ne? Ja. Da können wir uns drauf einigen. Da hinten siehst du schon einen Resident Evil 4 Fass. Ich glaub, kommen wir denn da zu dem fucking Schlüssel jetzt hin, Mensch? Leute, warum komme ich hier nicht weiter? Was ist denn hier los? Lol, die rennen einfach an mir vorbei. Ja, die mögen halt keinen. Alter! Boah. Hier ist eine Kiste. Bam. Fähigkeitspunkte. Und die FOS Speichereinheit B. Found one. Just 2 more to go. Hope we find them before hypothermia sets in. Na, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir die finden, bevor wir erfrieren. Aber wir können nicht erfrieren, oder? Ich glaube nicht. Ist bloß Deko. No, dann mal weiter. Nee, danke. Alter, dieser Fucker, ey. Ich hab keine Ausdauer mehr. Aua, 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 aua! Lass mich, du Schwein! Alter! Oh, hast du gesehen, wie ich da entkommen bin draus? Lol, haben wir nach. Oh, aua, aua, aua! Alles gut, ich bin da. Schüttest du mir dein Handy ins Gesicht? Ja, wenn dann richtig, oder? Ach so, das bist du, lol. Jetzt wollte ich dich treten. Danke, ja, ja. Ach so, das bist du, kommt dann immer, kurz bevor ich tot bin. Oder nachdem ich tot bin. Ja, hier noch einen, da ist er. Jetzt mach nochmal platt! War das eben hier so ein Uppercut-Tritt, den ich gemacht habe oder was? Das sah komisch aus, ey. Wie viel Leben hast denn du? Lol. Das geht mit dem, hör mal auf damit.
voll. Oh, dann muss ich mich alleine heilen. Können wir denn jetzt zuerst hin? Ich glaube, wir können hier nur... Entweder die Leiter hoch oder wir hier durch. Wir können hier mal kurz hier links rum. Wo sind wir denn runter? Ach nee, da sind wir runtergesprungen, ne? Oder ist hier hinten vielleicht irgendwas? Ich geh mal kurz einmal außen rum. Bin gleich wieder bei dir. Ah, Emblem ist natürlich bestimmt auch wieder hier irgendwo versteckt. Ah, lol. Grad sag ich's. Warum ist da Mucke bei dir? Ich kill hier ein paar Zombies. Ja, ich hab hier, wie gesagt, ein Emblem. Ey, was ist denn hier heute schon wieder mit meiner Maus los, ey? Ich hab ständig die Einwendung, dass meine Tastatur erkannt wird. Ich hab keine Ausdauer mehr, Alter. Dann schieß doch, für was hast du denn Waffen? Ich bin auf dem Weg, aber dauert ein bisschen. Du bist ganz schön umsingelt, mein Freund. Ich weiß auch gar nicht, warum du schon wieder weitergegangen bist. Ich bin nicht weitergegangen, ich bin zurückgegangen. Du bist weitergegangen. Nein. Doch, ich bin zurückgegangen. Also wenn ich auf die Karte gucke, bin ich mir zu 100% sicher, ich bin nicht weitergegangen. Ich bin auf jeden Fall nicht weitergegangen, ich bin zurückgegangen. Wo ist der? Schieß doch mal mit dem Auto-Aim. Das Video müssen wir mal zusammen gucken. Wir sind von hier gekommen. Hier. Hier haben wir uns getrennt und hier habe ich gerade gekämpft. Ja, nicht wahr? Schau. Ich war hier an der Stelle, wo man rüber zu dem Schlüssel kommt, den wir gerade aufgesammelt haben. Bin ich einmal außenrum gerannt, dieser Bogen. Von da sind wir doch gekommen. Ja, eben. Was für ein Bogen meinst du? Komm doch mal zu mir, drück doch mal B. Alter Schwede, ey. Ja, und hier war der Schlüssel auf der anderen Seite, wenn du dich erinnerst. Na, was machst du hier? Ja, ich wollte hier um den Bogen einmal rumlaufen, um zu schauen, ob da was ist, ne? Ach, Mann, ey! Was ist denn, der mit komischen Klamotten an? Geht's hier nicht gut, oder was? Lass mal weitergehen jetzt hier. Das ist eine voll nervig. Man sieht nichts, sieht scheiße aus. Okay. Hier kommen immer wieder neue Gegner. Das ist natürlich die Frage, müssen wir dann jetzt die Leiter oder nicht? Lol. Lol, was geht denn ab? Ich rutsche hier voll im Boden entlang. Lass mal hier unten lang. Ja, würde ich sagen. So, gut. Auf geht's. Oh, ist das eklig, ey. Man hat so Wetter an sich, ne? Aber es riecht hier danach, als würde es hier weitergehen. Nein, wir müssen eh alle Schlüssel finden, von daher kann es hier ja noch gar nicht weitergehen. Ich bin hier, wie gesagt, gerade runtergerutscht, als die mich zu Boden gekickt haben. Ja, das sieht auch sehr eisig aus. Voll, Fuck your heart, nicht mit uns. Können wir mit dem Ding wieder runterfahren? Das wäre mal cool, wenn das ginge. Bestimmt, oder? Ja, Mann. Geil. Oh Mann, ich will auch. Voll ungefähr, ey. Ja, dann fahr mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gleich Desink. Desink, Alter, ihr hört gleich Feuerball. Das fährt sich halt auch nicht schön, ne? Sag doch nicht sowas. Ups. Lol. Okay. Du hast getestet, bloß Y, ich hab bloß Y gelesen, dachte, das ist Gas geben, aber es aussteigen.
Ja, komm, gerne mal hier. Ich will auch mal kurz fahren, du bist auch mal kurz gefahren. Hallo, was sind wir denn hier? Lol. Nix, lol. Ah! Was passiert? Ich war gerade desync. Ich komme, ich komme! 20 Meter entfernt bist du, ey. Halt durch, halt durch, halt durch! Aber Hauptsache, du bist mal Snowmobil gefahren. So sieht's aus. Hast du gut erkannt. Ich glaube, die haben wir uns nicht mit durch Zufall zwei so Dinger hingestellt. Wie sollen die benutzen? Erstmal holen wir jetzt hier den Schlüssel. Haben wir da eigentlich noch genug Benzin hier drin oder müssen wir da nochmal auftanken fahren? Die sind doch gerade frisch gespawnt. Du das oder kommt schon wieder ein Gegner? Bist du, oder? Ja, glaube. Alter, wie geht das zu lenken, Alter? Wie lenkt man denn hier? Bei mir lenkt das gar nicht. Also erst nur, wenn ich Gas gebe, lenke ich auch. Was ein Quatsch. Wo bist denn du genau? Also du hast hinten irgendwo... Oh, das andere gerade, ja. Ich komme. Kommst du mit dem Quad? Kommst du, bist du das oder ist das ein Gegner? Ich komme mit dem Ding. Wie viel Klopp das aussieht. Das ist wie DayZ, Mann, du desinks, Mann. Das fährt sich auch blöd. Ja, die Kamera ist auf. Ah, hier ist ein Emblem, lol. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Du fährst gerade mir vorbei. Ich kann halt nicht A drücken, solange ich hier drauf B drücken. Wer A drückt, muss auch B drücken. Ach, dieser Spielabschnitt hier, der nervt mich doch schon wieder, ey. Das ist der Wasserabschnitt der J-Kampagne, willst du mir damit sagen? Ja, Mann. Ach, aber so künstliche Sachen hier, schlechte Sicht und so, und dann so schlecht umgesetzt, das geht auch besser. Wo wollen wir denn hin? Weiß noch nicht. Keine Ahnung, Mann. Hauptsache rumfahren, der Rest ist mir egal. Ah, runterfallen kann man nicht, das heißt, kann nichts schief gehen. Ich hab Spaß. Geht. Aua! Geht. Alter, Leuch! What the fuck? Okay, mein Ding existiert nicht mehr. Ich bin gerade hier am Rand entlang gefahren. Als ich die Wand erreicht habe, ist das Ding weitergefahren. Ich bin abgesprungen und das Ding ist die Klippe runtergefallen. Warte mal auf mich. Ah, ich finde, ich habe meinen Zuschauern gerade einen coolen Moment gegönnt. Ich fühle mich nicht schuldig oder so. Erwarten ist echt gut. Wenn man auf dem Ding sitzen bleibt, rutscht man die ganze Zeit irgendwann. Auf jeden Fall kann man schon mal davon ausgehen, dass hier mal ein größeres Gefecht noch ansteht. Umsonst stehen diese Dinger nicht rum. Diese roten Treibstoff, wie sie auch immer heißen. Bist du über diese wackelige Brücke mit diesem... Naja. Wie heißt das Ding nochmal? Hängebrücke. Das Ding, auf dem du fährst, heißt nicht Hängebrücke. Snowmobil. Ja, Snowmobil. Halt mal an, vielleicht kann ich mit draufsteigen. Nee. Es ist kein Slot verfügbar. Oh, dann fahr ich mal alleine los hier. Na, hau doch ab. Das Emblem unten. Da liegen auch überall so rote Sprengdinger. Oh, shit. So rote, Alter! What the fuck, Alter? Opangasflaschen rum. Ja, das habe ich doch gemeint. Deswegen können wir uns bestimmt auf ein größeres Gefecht einstellen. Vielleicht kommt ja durch glückliche Umstände. Guck mal, hier läuft noch ein Motor von einem. Wenn wir ein Toolkit haben, können wir den LKW reparieren, können wir mit dem losfahren. Ja, ich habe hier doch gerade einen Kokon gesehen. Jetzt schon. Hä? Lol, jetzt steht ein Kokon hier. Jetzt ist er weg. Bei mir jetzt steht er wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Und wieder weg. LOL! Oh. Ich töte dich damit instant. What the fuck, ey. Lol. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß da wieder machen. Okay. Nee, wir haben bei mir Blim gespeichert. Alles gut.
Ich will hier schnell weg, wenn wir hier noch gegen so ein blödes Vieh kämpfen müssen. Sag doch nicht immer blödes Vieh. Wer weiß, was das Vieh von dir denkt. Blödes Vieh wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Ich bin das blöde Vieh mit der schwarzen Jacke und du bist das blöde Vieh mit der weißen Jacke. Ja, sozusagen. Ja, nach dem bisherigen Wissensstand kann man das tatsächlich sagen, was auch immer ich mittlerweile bin. Und wahrscheinlich bist du sogar die mutierte Form von uns. So, du hast so zwei Mutationen vorne dran. No. Ne, warte, anders lachen muss ich da. Das ist, eigentlich ist der Gag hier das hier würdig. Da unten ist auf jeden Fall, ich denke, wir müssen auf diese. Ach, guck mal, lol, hier ist noch ein Emblem, ich schwör's dir. Gotcha. Hier bei mir. Komm, ja. Auf der Antenne, auf der Antennenspitze. Hier in der Hütte, die du hier irgendwo in Concord, der aufgeht. Die gehen wahrscheinlich alle auf jetzt. Weil die Kiste mache ich jetzt noch nicht auf. Ich sehe nichts, hier ist voll alles zuge. Okay, ein Flugvieh habe ich, glaube ich. Genau, komm mal schnell hier hoch. Hier ist nämlich noch so eine Kiste, ist bestimmt ein Schatz drin. Ein Schatz. Ein Schatz. Oh ja. Willst du hier nicht noch eine Blendgranate mitnehmen? Das stimmt. Ich schmeiß mal gleich zwei Stück irgendwo hin. Oh, und dann auch noch so eine spannende Musik hier. Ich schlaf gleich ein. Da auf der Antennenspitze. Alles klar, alles klar. Sind wir jetzt hier runter los? Was ist denn hier los? Jetzt müssen wir eigentlich zu dieser Hütte. Die hat gesagt, wir sollen die Daten finden und dann geht's da zu dieser Hütte. Wo sind denn jetzt eigentlich die Schneemobile, Alter? Die sind weg. Frecher, ich muss mal latschen, ey. Eins müsste hier irgendwo gestanden haben. Der Gegner, der kommt gleich nochmal. Lol, was ist das denn? Nicht ernsthaft, bitte sag's nicht. Lass mal kurz den Nebel, den Wind abwarten. Und dann laufen wir über die Brücke und mal schauen, ob dir was auffällt. Weiß nicht. Ja, warte, erst wenn dieser Nebel weg ist, dieser Windsturm gerade bei mir. So, jetzt laufen wir über die Brücke und jetzt pass mal auf, ob dir was auffällt, während du da drüber läufst. Meinst du, wollt ihr nicht mit den Spannen sein verbunden? Nein, du sollst auch weitergehen, fällt dir nichts auf? Eigentlich müsste schon längst aufgefallen sein. Wenn ich hier lang laufe, jetzt geht das Licht hinten an am Ende der Brücke. Jetzt geht's wieder aus. Jetzt geht's wieder an. Jetzt geht's wieder aus. Ah, ja. Was? Strom sparen? Ja, wahrscheinlich. So ein Bewegungsmelder hier auf der Brücke. Ne? Ja. Haben wir jetzt eigentlich. Achso, das haben wir ja gerade schon mitgenommen, das Emblem. Okay. Jetzt dieses dumme Haus, ey. Ja, jetzt müssen wir wieder darüber. 108 Meter. Wir müssen jetzt die Leiter hoch, Robert, wo du vor uns hoch wolltest. Wo war die schon wieder? Oh, ganz weit zurück. Backtracking. Die Kamera immer automatisch runtergeht. Nee, aber sowas mag ich echt nicht. Das hat immer so einen bitteren Beigeschmack mit, wir strecken jetzt noch ein bisschen Spielzeit, weißt du? Okay. Einfach so unnötige Hürden, die dem Spieler da noch aufgesetzt werden. Also so billig halt, ich weiß nicht. Leute, ich rutsche gerade den Boden runter. Geil, Mann. Schmeiß dich mal während des Runterrennens hier einfach hin mit der linken Trigger. Dann rutschst du den kompletten Weg runter. Geil. Aua! Wenn nichts passiert. Gucken wir, ob wir das jetzt geil hier auf Band kriegen, wie er da runterkommt, der Langster. Wo war denn das? Keine Ahnung, wo du runtergerutscht bist. Ja, im Osten geht's doch runter, wo man vor uns hochgelaufen bin, wo du gesagt hast, ist so eisig. Und da musst du runterrutschen, einfach fallen lassen während des Sprintens. Die hat drei Kugeln reingeladen, in denen die Magnum und trotzdem sind fünf drin.
Ah, das hatten wir ja schon bei Resident Evil 4, Leute, ne? Das sind wir ja gewohnt. Da kommt er, da kommt er! Oh, alter Schwede. Lol. Was boah, denn? Das sah bei mir so aus, als wäre ich hier durch den Stein geglitscht. Ich hab gedacht, ich falle da jetzt irgendwo runter. Ah, das hätte mich jetzt geärgert, hätten wir jetzt nochmal anfangen müssen. Ja, hier, hier. Resident Evil 4 Fass. Ah ja. Boah. Ich frage mich, was das mit diesen Tanks auf sich hat. Ich hoffe nicht, dass das hier... Naja, wird es eh werden, aber... Warum liegen die hier rum? Bist du bei mir? Hat so, schon wir vorgelaufen? Könnten jetzt, hier rechts hoch oder hier unten durch. Ist halt die Frage, ne? Oh, ich hab's gerade leider für uns entschieden. Wieso? Ich kann doch trotzdem den anderen Weg gehen. Ich glaube, es wäre schon cool, wenn du... Soll ich nicht trotzdem mal kurz vor lieber nochmal hochgucken, was da sein könnte, bevor ich mit dazu komme? Vielleicht ist da ja gar nichts. Ich guck mal ganz kurz. Hier geht's nicht weiter. Also keine Panik. Da war bestimmt mal ein Gegner oben gestanden oder irgendwie sowas. Verrückt. Verrückt! Ich komme, ich komme! Ich komme! Oh, da war, oh, da, sind, da liegt ja Zeug überall rum. Alter, da waren Kräuter und alles. Habe ich gar nicht gecheckt, aber ich hatte eh volles Inventar. Ah, hier liegt eine Waffe. Guck mal eine an. Eine Sniper. Sie haben ein Scharfschützengewehr gefunden. Um es zu benutzen, ne? Rüsten Sie es. Gut, ich kletter mal hier die Leiter hoch. Oh, ich kann die Munition dafür nicht aufsammeln, die da noch daneben liegt. Na, ja, schmeiß Blendgranaten weg oder so. Ich habe jetzt grün mit grün kombiniert. Ich schmeiß mein Gott, er hat grün mit grün kombiniert. Warum kann ich die jetzt nicht wegschmeißen? Ach, wenn man sie in der Hand hat, kann man sie nicht wegschmeißen. Hm. Ach ja, wie ich hier keinen Plan habe, ob wir gerade vorwärts oder rückwärts gehen. Ich glaube, wir gehen rückwärts, oder? Wo bist du jetzt gerade? Na, ich bin die Leiter hochgeklettert, aber ich glaube, ich gehe gerade zurück. Ja. Oder? Ja, doch. Oder? Doch. Doch, oder? Also, oder? Da ist die Hütte, wo wir hinwollen. Jetzt sehe ich sie wenigstens mal, aber ich komme nicht rüber. Also komme ich wieder runter. Ne, komme ich wieder runter und dann suchen wir uns mal einen anderen Weg. Ups, Alter, lol. Ne? Was ist denn passiert? Die Leiter, die du gerade hochgeklettert bist, ich bin halt drüber gesprintet und der ist da halt krass runtergesprungen, sag ich mal. Ah, ich auch, dachte, ich mach das auch mal hier. Geil. Wieder so eine Nahtoderfahrung gehabt, ich dachte, ich sterbe. Ja, in Daisy hättest du schon 5 gebrochene Beine. So, wie kommen wir denn da jetzt hin, ey? Ach, das ist doch hier. Wetten, wir müssen wieder hoch aus irgendeinem Grund und irgendwas da machen oder so. Ich geh da nochmal hoch. Irgendwas hast du da bestimmt übersehen! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Naja, ich glaube schon. Nee, nee. Da oben siehst du nur, ah ja, da ist die Hütte und da wäre ich jetzt gern. Ach so. Aber das ist doch dann gut, oder? Wenn da keine Schlucht dazwischen wäre, glaube ich schon. Wie, was ist denn dann die andere Leiter hier gut? Da sind wir gekommen. Ach so. Ja gut, dann... wissen wir ja jetzt, wo wir hin müssen, ne? Also würde ich behaupten, oder? Oder sind auch Schrottteile von richtig. Heli. Du hast recht. Ich kenne jemanden, der würde sagen, du hast recht, Robert. Naja, ich hab's falsch nachgemacht. Sie haben recht, der Herr. Irgendwie so. Links lang? Drück mal B.
Nein, du bist rechts lang. Nee. Du läufst von mir weg gerade. Wieso haben wir... Oh, das ist doch behindert hier, ey. Kann ich manchmal nicht mal, also, nicht mal 2 Meter weit gucken. Ich geh jetzt auf die andere Seite. Lol, wieso bist du jetzt da drüben? Ich bin die ganze Zeit schon da drüben. Ich stand doch gerade hier neben dem Stein und da warst du rechts von mir. Ich war hier gestanden, als du gesagt hast, ich bin rechts lang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Okay, ah ne, doch, hier sind wir doch schon mal runtergesprungen. Ich bin völlig verwirrt gerade. Hä? Diese Open World hier, ich komme nicht klar. Jetzt sind wir hier wieder an dieser behinderten Leiter, wo wir runtergekommen sind. Und da hinten geht es nicht weiter, da haben wir den Schlüssel gefunden. Jetzt noch mal ganz hoch, vielleicht haben wir da was übersehen. Nee, es war ja nicht hier, ne? Es war ja die Rutschrampe. Schieß mal, kletterst du gerade hoch? Nee, ne? Nee. Da ist so eine Propangasflasche in so einer Minenlore, wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts, aber. Schießt das Ding trotzdem mal kaputt. Und? Nicht. Gar nichts hat's gebracht. Haben wir eigentlich synchron diese Windstürme oder sind die auch wieder nur bei einem von uns? Wahrscheinlich haben wir sie nicht synchron. Also ich hab gerade. Nee, ich hab gerade keine Stürme. Okay. Das ist natürlich unschön. Jetzt hier weiter. Wir haben doch hier ein Navi. Na, guck mal, da oben ist eine Brücke. Der Navi sagt, ich muss runter. Dann halte ich mich jetzt an den Navi. Gott sei Dank gibt es ein Navi in dem Spiel. Hä? Navi sagt mir gar nichts. Wird nur ein grünes Bild, aber ich sehe keinen Pfeil oder so. Ja, ja, aber. Der Navi sagt mir, ich soll hier die Treppe hoch, die Leiter hoch. Mir sagt er gar nichts. Ah, jetzt. Toll. Okay, dann soll ich jetzt, ne? Hier lang? Alter, da lang? Ich bin schon richtig. Aber jetzt rutsche ich doch wieder hier runter. Ja, irgendwas müssen wir da übersehen haben. Denk dran, die Sachen zu looten, die hier überall rumliegen. Ah, ich hab's wieder verrafft. Ich hab zumindest das grüne Kraut erwischt. Das andere, was auch immer es war, war ich voll. Sind wir schon so noobig, jetzt müssen wir hier die Pfadfinderfunktion nehmen. Ja. Ja. Jetzt scheucht mich das Navi wieder da hoch. Da waren wir noch nicht. Aber wie konnten wir das übersehen? An der Spitze dieses Turmes war das Emblem. Das ist halt schlechtes Spieldesign. Hab keine Ahnung, wie ich den Spieler stressen kann. Ach, machen wir ihn einfach blind. Oh, da kommt aber ein Flugvieh raus wahrscheinlich. Hallo? Hallo, Schwester! Lol. Trollerlol. Dazu. Das war ein kurzes Leben, eine Eintagsfliege. Oh, der hat aber einen dicken Schatz dabei gehabt. 500 waren das. Ja, mehr wie eine, so eine kleine Schachfigur. Get help, it can't be that much further to the rendezvous. Oh, wait!
Gott, ich glaube, zwischen uns hat's gefunkt. So, you always been like that? The whole healing thing? My dad was a scientist. He was working on BOWs when I was exposed. Luckily, I was treated with the vaccine before it was too late. But the virus adjusted and adapted. It's been a part of me ever since. What happened to your father? His research killed him. By the time he died, his body had mutated so much, he wasn't even recognizable. I'm sorry. I didn't mean to. That's all right. Besides, I didn't walk out of it empty-handed. Yeah, you got superpowers. That's not what I meant. The people who saved me, Leon and Claire, are the closest friends I've ever had. Claire is that BSAA guy's sister, right? They risked their lives for me back in Raccoon City. I guess I'm still just trying to live up to their example. Never giving up. No matter the odds. Speaking of odds. Ach du Scheiße. Ah, das heißt hier, der macht den, hier den Hakan oder was? Kommst du nicht rein? Lol, steht direkt hier und... Lol, wie auch immer das gemacht hat. Lol, was geht denn ab? Was ist mit der Kamera los, Alter? Alles gut? Ja. Ja, ja, alles super. Bisher. Ich glaube, draußen sind auch alle weg. Aber das wird es halt noch nicht gewesen sein, ne? Oh mein Gott, was kommt jetzt? Ich glaube, ich nehme schon mal eine Blendgranate in der Hand. Ich hab ja so viel. Oder auch nicht. Wir sind nicht gleich umgefallen, ey, Bastard. Achso. Okay. Ist besetzt, Mann! Wir teilen nicht. Oh, Alter! Das war deine Flash. Ja. Alles gut. Da ist ganz kurz alles still geworden bei mir. Lol, was hast du jetzt wieder oh, angestellt? Was hat er jetzt wieder angestellt? Komm, wir müssen los. Hier, schnell, schnell. Oh. Ich hab's, Lawine. Ich hab's ausgelöst. Schnell! Schnell! Oh mein Gott. Jetzt? In welche Alter. Richtung müssen wir denn lenken? Nach unten oder nach oben? Nach unten. Nach oben. Aua! Fahr! Oh nein. Oh nein, ich bin schon wieder so weit hinten, weil ich gegen dich gefahren bin. Er drückt dabei X, dass du die Sachen aufsammelst, bei denen wir beifahren. Alter, 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 Alter! Okay, man kann hier runterfallen. Okay. Scheiße. Ja, einer muss es ja testen. Diesmal fährst du vor. Ich will sehen, dass du auch failst. Ich will, dass du auch so oft gestorben bist wie ich. Oh, das ist ja unfair. Leute, er hat mich überholt. Sehr gut. Was sagt er? Ich hab's gar nicht gelesen. Also, ich finde schon, das ist eine geile Sequenz. Steuert sich auch okay für das, was es machen soll. Boah. Vor uns war es schlimm, da gebe ich dir zu, aber jetzt ist es okay. Ja, jetzt ist wenigstens irgendwas anderes zu tun und die Sicht ist nicht so scheiße. Ich hasse es, wenn Sicht scheiße ist. Halt das billigste Mittel. Oh, 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 oh. Du wirst langsamer in dem Rund.
Oh. Alter, Alter! Ah, kacke, ich hab's versaut. Lol, ich bin jetzt halt irgendwo gesprungen und hab halt nicht gesehen, wohin und war halt falsch. Für die bei mir zuschauen, also meinen Kanal so ein bisschen kennen, die werden sich jetzt bestimmt an die dicke Dirne erinnern, die wir runtergerutscht sind in Twilight Princess. Es ist fast die so ähnlich. Dicke Dirne? Ich weiß nicht, wie sie genau hieß, tut mir leid. Was ist denn? Ist das eine Piste oder was ist die ist dicke halt, Dirne? Nee, es ist halt so ein fettes Viking, die man halt runterrutscht. Und die rutscht halt auf ihren Bauch runter und wir auf so einem Stück Rinde sozusagen. Also wie surfen im Prinzip, kannst du dir so vorstellen. Snowboarden. Und dann fährt man gegen die ein Rennen und wenn man das gewinnt, kriegt man ein Herzteil. Boah. Alter. Alter, ich... Oh, lol, da konnte ich gar nichts machen, ey. Der Robert ist schuld, der hat nämlich die hier ausgelöst. Alter, du gibst ja aber auch Mühe hier. Oh, ja, wieder hier. Jetzt war ich vor. Ey, dich überholen. Alter, ich ramm dich voll rein, wenn du einmal langsamer wirst, ne? Ah, ist wieder D-Sync, ne? Ja. Bei mir bist du hinter mir. Ah, ich, oh, ja, bin ich shit. Ja auch. Jetzt bin ich aber vor dir. Ah, ich bin gegen einen Baum gefahren. Also bei mir? Oh nein, schon wieder. Scheiße. Hast du noch ein Toolkit? Nee, aber ich brauch Speed. Alter, was mach ich denn jetzt? Warum bin ich jetzt so scheiße? Alter! Gott, voll die Scheiße in mir, glaube ich. Ich glaube, ich nicht langsamer nicht. Werden! Ich werd von einem Baum gleich gecrashed. Oh. Boah! Halt dich mit dich. Vor allem, ich habe wieder nicht gesehen, was es war. Es war, glaube ich, eine Lawine von links, aber ich habe es ja nicht kommen sehen. Ach, gib dir halt mal mehr Mühe, ey. Ja, ich war eigentlich schon durch. Ich habe die Höhle schon gesehen. Ja, da musst du ja nochmal sterben hier. Und dann du bist gestorben. Du bist davor gestorben. Ja, und davor? Bist du gestorben. Nee, da bist du gestorben. Und davor bist du gestorben. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich nicht hochgefahren wäre, wärst du das erste Mal runtergefahren. Ja. Da ist die Lawine, wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder. Oh, hab ich schon mal Glück gehabt. Die Lawine war nur bei dir, sah nur bei dir so aus. Ja, war D-Sync. So. Hier war ich vorhin. Wenn du irgendwo stehst. Oh, da war ein Emblem! Da war ein Emblem! Ich muss nicht töten. Ich fahr jetzt einfach zurück. Überfall! Nein! Oh. Ach, Scheiße. Es geht jetzt los hier! Ja. Alter, 2012, Alter, was zur Hölle! Boah, fahr mich nicht. Platz hier, Mann! Alter, oh, Vater! Oh nein! Alter, Vater! Oh, ich glaub, ja, ich bin tot. Oder? Okay. Springen Sie? Oh! Ich wackel. LOL! Geil! Du hast mich mit der Videosequenz gerettet. Ja, kannst du mal sehen. Fuck, ey. Ich bin irgendwie in eine Gletscherspalte gefallen, auf irgendeinem so einem Brocken stehen geblieben, ja, und dann stand ich da so 4-5 Sekunden. Du hast mich raus. Das sieht aber schön aus jetzt. Fine, I won't. Let's go. Ja, die Wandtexturen sind scheiße, aber das Eis, das sieht schon schön aus. Ja, weiter goen tun wir dann allerdings erst in der nächsten Folge. Ja, da haben sie recht. Eigentlich müsste man nachher. Der Herr Langster. Guck mal hier, das ist Urzeiteis. Ey, Sie wissen hier schon, dass wir hier in einer Safe Zone sind, Herr Langster, ja? Na und? Ich bin Polizist, ich darf das. Ja, Rekrut sehe ich da. Ich hab so ein Zertifikat da, weißt du, so ein. Nee, ich hab da so ein Zertifikat. Außerdem habe ich einen Behindertenausweis. Na, sieht man am Gesicht. Ja. Jetzt guckt der grimmig. Oh, der hat behindert gesagt. Die hat behindert gesagt. Was mache ich jetzt? Ja, dann haben wir es ja, ne? Ja.
Hamas, ne? Hamas. Ja. Ne? Kann dein Spiegelbild auf dem... Dein vorderes Spiegelbild kann ich auf dem Eis hinter dir projizieren. Weiß jetzt nicht, wie ich das meine, ne? Aber genau so meine ich das. Ja, gut. Ja, ich verabscheue mich dann schon mal. Ne? Schaltet wieder rein zum nächsten Mal, wenn es dann richtig cool weitergeht. Ne? Ach, oh Gott, mit. Oh Gott, was ist das? Was ist hier wieder los? Was zum Geier ist hier los, Mann? Da muss ich ja echt nochmal so. Ist das nicht der Sheldon, der manchmal auch so komisch lacht? Ne, der macht immer so. Der erstickt immer so fast so. Ja, gut. Also, das war's von mir. Ja, wir freuen uns über Kommentare und ja. Den ein oder anderen Like, wenn ihr dann möchtet, oder schaltet einfach nur wieder rein zur nächsten Folge. Ja, das übliche Gelaber halt. Das war's von mir. Bye bye, euer Längster. Alter. Ernsthaft? Ja gut, dann mache ich das jetzt auch, ne? Du hast es so gewollt. Ja, dann bin ich jetzt auch weg, ne? Freue mich dann auf euch in der zur nächsten Folge, Folge 34 von Resident Evil 6. Und dann bin ich jetzt weg. Bis dann. Bye bye. Und tschüss. Also da muss ich jetzt aber mal reingrätschen. Mein Bye-bye war ja nun sehr stark abgewandelt von meinem Standard-Bye-bye. Ne? Und du machst ja hier gerade dein Original-Tschüss. Ne? Also da müssen wir uns jetzt nochmal drüber unterhalten. Ne? So geht das nicht. Verity. Ja? Und sonst sage ich nämlich auch Bye-bye. Euer Längster.